Leute, und damit was geht ab? Ich bin jetzt gerade auf dem Kanal von Kevin und ich werde ihn heute gemeinsam mit seinem kleinen Bruder Max pranken, Leute. Und zwar will sein kleiner Bruder Max Kevin einfach bald verlassen. Und wie genau er das machen will und wie es dazu gekommen ist, Leute, seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß. So, Leute, ich bin jetzt gerade im Brawl Stars schon online. Ich würde sagen, damit wir Kevin pranken können, brauchen wir auf jeden Fall Max. Denn, glaub mir, es wird richtig, richtig krass. Er ist auch gerade online tatsächlich sogar. Kann ich ihn einladen mal? Warte mal, ich guck mal, ob ich ihn einladen kann. Er ist aber gerade. Warte mal, wir müssen ihn einladen. Ja, gibt so richtig krasse Ballstar-Skins gerade in den Shop. Boah. Der hier ist krass, Leon der Streuner. Den kaufen wir jetzt. Was neues Skin, Alter. Bling heißt Challenge. Was ist das denn? Bling heißt Challenge. Ja, rein. Alter, ist das nicht der Long? Warte mal, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das war ja mein Schulleiter. Ach nee, ich glaube, das ist der Lom. Warte mal. Lol, das ist Max. Jetzt sagen wir chatten jetzt erstmal kurz. Jo, was geht, schreiben wir. Lom, bist du das? Weil der heißt ja noch wie mein Schulleiter. Herr Reinhard. Lol, bist du das? Herr Reinhard. Stimmt, ich heiße noch Herr Reinhard. Ich bin Lom. Ich bin... Scheiße, ich hab mich geschrieben. Lomix. Guck. Ich habe ja noch Herr Reinhard als Name, Leute, weil ich Max letztens geprankt habe. Ihr wisst Bescheid. Ich bin Lomix. Guck. Also, ja, hier in der Bullstar. Sei das ja in der Nita Club. Ja, okay. Was möchtest du, Lom? Was möchte der denn von mir? Ich muss ihm jetzt schreiben, dass wir Kevin pranken wollen. Hast du Lust, Kevin zu pranken? Ja, ja, immer. Kevin pranken ist eine gute Idee. Das mache ich immer gerne. Ja, immer. Er hat Lust, auf jeden Fall Kevin zu pranken. Das ist schon mal gut. Dann komm mal Discord. Ja, nice. Ja, ja. Dann komm mal Discord. Okay, ich komme. Mal gucken, was der Lomix von mir will. Der ist ja auch ein Brokkoli, ob der so gute Ideen hat. Ich glaube, das wird richtig krass, Digga. Oh mein Gott. Stopp, falls du Content Creator bist, spitze jetzt deine Ohren. Und zwar stelle ich dir jetzt meinen neuen Partner Cakewalk vor. Cakewalk bietet die perfekte Oberfläche, falls du selber Content Creator bist und deinen Zuschauern die Möglichkeit geben möchtest, dass sie dich komplett kostenlos finanziell noch ein wenig unterstützen können. Dafür muss keiner von beiden Parteien Geld ausgeben. Das ist quasi wie eine Spende im Livestream, nur kostenlos. Kostenlos. Einrichtung funktioniert komplett easy und auch ich habe bereits einen Cakewalk-Account erstellt. Und falls du jetzt einer meiner treuesten Zuschauer bist, check doch gerne mal den Link in der Videobeschreibung komplett kostenlos ab. Auf meiner Seite und auch falls du dir selber einen erstellen möchtest, findest du dann verschiedene Angebote von Handyspielen, die du dir runterladen kannst. Wenn du die dann spielst, dann bekommst du dafür eine Kleinigkeit zurück und im Endeffekt unterstützt du auch mich da wirklich auf kompletter Ehrenbruderbasis. Deswegen schau jetzt gerne mal in die Videobeschreibung, dort ist der Link. Registriere dich als Creator und meine treuesten Zuschauer, ihr könnt mich jetzt kostenlos unterstützen. Ja, hallo Lom, was möchtest du von mir? Was geht ab, Max? Hallo. Alles gut bei dir? Ja, ich habe gerade ein bisschen Brawl Stars gespielt, neuen Leon-Skin gekauft. Ja, ich spiele auch gerade Brawl Stars. Ich muss dich mal nebenbei was fragen, ja? Was möchtest du? Guck mal, wir machen hier immer so viele Videos zusammen und so, ne? Ja, immer Brawl Stars, so. Stammel, Minecraft, GTA. Ja, und guck mal, was hältst du davon? Also, wir nehmen immer über Discord auf, immer so coole Videos und so. Wir könnten aber auch so coole Real-Life-Videos und so machen und so. Also noch viel mehr Sachen, so richtig coole Videos. Was würdest du denn jetzt nur theoretisch davon halten, wenn du einfach für eine längere Zeit zu mir kommst? Wie meinst du das? Ja, dass du so zu mir halt nach Hause ziehst für eine längere Zeit einfach, weißt du? Ja, ich würde dich dann halt so adoptieren mäßig, weißt du, Max? Aber mein Bruder ist doch mein Bruder. Ich wohne doch hier und muss in die Schule und so gehen. Wieso willst du denn das? Also, das ist bestimmt witzig, aber ich weiß nicht, ob ich das darf. Ja, pass auf, Max. Ich war auch nicht so ernst gemeint, das war eigentlich nur ein Spaß. Ja. Aber das ist das, was ich heute vorhabe, um was es heute geht. Und zwar wollte ich Kevin pranken. Und genau damit, und zwar, ich habe auch extra mit deiner Mom schon gesprochen. Es geht eigentlich an sich alles klar. Und zwar, was hältst du davon,
wenn wir Kevin pranken, dass du für eine längere Zeit einfach so mäßig abhaust. Ja. Sag mal was dazu, was hältst du davon? Ja, mein Bruder pranken, ja, das ist eine gute Idee. Der äppelt mich ja auch immer und macht so doofe Sachen. Ja, wir sagen ihm auch, dass ich so mit deiner Mom und so schon alles gequatscht habe. Ja. Und dann, keine Ahnung, würdest du halt einfach abhauen. Dann würdest du halt zum Beispiel zu mir kommen oder so, weißt du? Ja, ja, also ich würde auch so zu dir kommen mal wieder mit meinem Bruder, aber das ist ein guter Prank, das können wir machen. Aber was soll ich denn an meinem Bruder sagen? Ja, keine Ahnung. Du sagst ihm einfach, dass du keine Lust mehr hast und einfach abhaust. Ja, dass der so ein Doofkopf ist, oder? Ja, also bist du dabei? Ja, das können wir machen. Ist ja ein guter Prank. Ich will abhauen von hier. Ja, das hört sich doch super an. Dann lass das machen auf jeden Fall. Ja, also was soll ich jetzt machen? Mach du erstmal gar nichts, der wird dich halt safe auch irgendwie so drauf ansprechen oder so, weißt du? Du darfst aber halt nichts verraten am Anfang, weißt du? Ich klär das ab, okay? Sag du einfach am besten gar nichts darauf. Also darfst ihm halt das nicht verraten, weil sonst ist der Prank für den Arsch dann, weißt du? Ach so, ja, okay, das, mach ich. Du sprichst dann jetzt mit meinem Bruder, oder was? Ja, ich guck mal, ob ich ihn irgendwie erreichen kann, okay? Ich drück dir die Daumen, Lomax. Da müssen wir nämlich nicht pranken. Okay, ich würde sagen, Leute, dann gucke ich jetzt erstmal, ob ich Kevin erreichen kann. Ich hoffe, er geht an sein Telefon ran. Kevin? Ja, was ist los? Komm mal kurz Discord, das ist wichtig. Digga, ich wollte gleich schlafen gehen. Was ist denn? Ja, ist wichtig, komm einfach Discord. Ja, okay, bis gleich. Bis gleich. Okay, er kommt jetzt Discord, Leute. Er müsste Discord kommen, perfekt. Okay, geil. Jo, was geht? Was ist los? Jo, hast du kurz Zeit? Ist wichtig. Ja, okay, klar. Okay, pass auf. Ja, also, es geht halt so um Max, okay? Ja. Was ist denn, was passiert? Ich habe mit Max halt gesprochen, so, weißt du? Ich habe auch, also, es ist auch an sich alles schon fest. Ich habe auch mit deiner Mom und mit seiner, also mit eurer Mom gesprochen. Und es sind ja bald Sommerferien. Ja. Und zwar, kommt Max über die Sommerferien, zu mir. Die ganzen 6 Wochen. Wir machen aktuell sowieso viele Videos und so. Wird mir halt ein paar Videos und so aufnehmen und so. Wird er halt so für ein paar Wochen zu mir kommen. Hä, wie Max kommt für 6 Wochen zu dir? Ja, aber, also das haben wir mit deiner Mama und so auch schon gesprochen, das ist eigentlich alles schon abgeklärt. So, also ich wollte halt nur Bescheid geben eigentlich, dass du dann halt 6 Wochen alleine wärst, erstmal. Hä? Ist das dein Ernst? Ist nicht gut, ja, das ist an sich voll nice, dann können wir so Videos so machen und so, weißt du? Ich mache so ein paar Videos mit Max und so. Ja, Digga, eigentlich war der Deal mit ihm, dass er jetzt mal in den Ferien ein bisschen seine Schule nacharbeitet, dass er so ein bisschen rausgeht, dass er mal ein bisschen was anderes macht. So macht er ja. Ich gehe auf jeden Fall mit ihm raus und so. Wir machen safe ein paar coole Sachen mit ihm. Also ich mit ihm halt, so weißt du. Ja, Bro, du kannst mir doch jetzt nicht meinen Bruder klauen, hä? Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe, wie gesagt, mit deiner Mom und so auch schon gesprochen, Bro. Hä? Also, meine Mom hat auch gesagt, dass er 6 Wochen zu dir kommen kann. Die ganzen Sommerferien. Ja, erstmal 6 Wochen. Wenn es gut läuft, vielleicht auch noch länger, weißt du? Hä? Warte, was? Ja? Bruder, ist das gerade dein Ernst? Wie? Ja, also. Hä? Ja? Bruder, ich glaube, du laberst eh scheiße. Also, ist es wirklich dein Ernst? Bro, ja, klar. Also, ich habe mit allen gesprochen, Bro. Ja, Digga, lass mich ja erstmal ganz kurz mit Max sprechen. Der ist, glaube ich, gerade draußen. Ja, Max ist schon pen, Bro. Der ist schon pen. Nein. Bro, Digga, es geht nicht, dass du mir jetzt 6 Wochen meinen Bruder klauen willst. Warte mal, ich spreche jetzt mal mit dem. Also, das. Nee, also wirklich. Ich hoffe, Max verrät sich jetzt nicht, Digga, nein. Inzwischen. So, ich sitze jetzt hier gerade auf der Couch. Wisst ihr, mein Bruder war gerade im Schlafzimmer und dann hat, glaube ich, der Lom angerufen. Und jetzt ist mein Bruder richtig sauer in sein Arbeitszimmer gegangen, ja. Und hat irgendwie die Tür zugemacht und ich glaube, jetzt sagt der Lom, dass Lomax mich adoptieren will, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass mein Bruder total ausrastet und 500 Euro Strafe von mir haben will. Und dass ich 10 Jahre seine Wäsche waschen muss oder so. Aber egal, ich spiele jetzt ein bisschen Ballstars. Und hoffentlich will mein Bruder nicht noch mit mir sprechen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass er total sauer ist. 12 Sekunden später. Max, willst du zu Lenny ziehen und da lange Zeit bleiben? Ja, Kevin, das will ich. Bald verlasse ich dich. Hä, aber wieso? Lenny ist viel cooler als du und er adoptiert mich jetzt. Hä? Was erzählst du da? Dir gefällt es doch hier. Bei mir kannst du hier auch immer chillen und wir spielen. Und wieso willst du weg? Weißt du, du nervst mich immer mit Schule und alles und du ärgerst mich.
Ey, Max, das trifft mich wirklich gerade sehr. Also ich weiß nicht, also das macht mich jetzt echt sehr, sehr traurig, dass du das sagst. Du bist doch mein Bruder. Also ich sag das zwar nicht so oft, aber ich liebe dich wirklich. Und also ich möchte eigentlich nicht, dass du weggehst. Was? Oh Mann, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du jetzt traurig bist. Das war nur ein Prank von Lom und mir an dich. Ich will gar nicht weg, Kevin. Ich schwöre, ich wusste es doch. Ey, Lumex, der kriegt jetzt so Ärger, ne? Also, ups, okay.